der Innenminister möchte, dass jetzt alle, die in Bundeseinrichtungen untergebracht sind, dass diese Flüchtlinge auch arbeiten müssen dafür, dass sie auch ein Taschengeld bekommen. Das sieht man jetzt grundsätzlich von der Regierung sehr positiv. Gibt es auch kritische Stimmen? Wie wurde das auch von den Journalisten heute aufgefasst? Nun ja, bei der Pressekonferenz war es wohl eher ein Jubilieren über die Aktivitäten, die Kanada initiiert hat. Es geht ja vor allem darum, dass eben Asylsuchende jetzt praktisch arbeiten müssen und das nicht mehr auf freiwilliger Basis tun können. Wer das dann ablehnt, dem wird das Taschengeld gekürzt. Und zwar von 40 Euro auf 20 Euro. Und das macht dann halt schon einen ziemlichen Unterschied aus. Man geht davon aus, dass das gut funktionieren wird. Eben auch der Leiter der Bundesbetreuungsagentur, Andreas Achreiner, der hat gemeint, genau das ist der richtige Weg. Man muss eben schauen, dass man die Leute in Beschäftigung kriegt. Allein schon deswegen, damit sie in Kontakt mit der Bevölkerung kommen und so einfach eine Integration viel eher möglich wird. Die Änderung, die jetzt da auch eingebracht wird, ist, dass die Asylsuchenden dann auch in Bundesbetreuungseinrichtungen arbeiten dürfen. Und zwar ab 5 Zivildienern, die mindestens dort auch sein müssen, kann praktisch jede mögliche Arbeit den Asylsuchenden aufgetragen werden. Im Winter dann übrigens auch Winterdienst. Das war ja bislang nicht möglich, eben aus gesetzlichen Gründen. Jetzt geht das alles. Und ja, der Leiter der Bundesbetreuungsagentur, der Herr Achreiner, der meint, das wird sich sicher gut umsetzen lassen. Es gibt ja auch schon Indizien, dass die Asylsuchenden durchaus bereitwillig und auch neugierig sind. Denn die sogenannten verpflichtenden Grundkurse, die gibt es schon seit etwa einem Monat und man muss sagen, höre und staune, keine einzige Penale musste ausgesprochen werden. Also alle, die so einen verpflichtenden Grundkurs machen mussten, haben ihn auch gemacht. Und Achreiner hat diesbezüglich noch einmal gemeint, er findet es eben super, dass das jetzt verpflichtend ist, weil davor war es halt oft so, dass das Familienoberhaupt bestimmt hat, dass die Frauen nicht unbedingt dorthin gehen müssen. Und das entspricht natürlich nicht unserem Wertebild, das genau dort vermittelt werden soll. Eben, dass Demokratie hoch angeschrieben ist, dass man bestimmte Sachen in Europa einfach akzeptiert und ja, dass bestimmte Verhaltensweisen, so wie er sie zum Beispiel am Reumannplatz gesehen hat, auch ein Spielfeld des Herrn Kahner, einfach in Europa nicht geduldet werden. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass die Leute in diesen Einrichtungen sind, dass sie dort geschult werden. Auch sprachlich ein ganz wichtiger Faktor, gerade bei Deutsch, einer wirklich extrem schwierigen Sprache, ist es eben wichtig, dass man vom ersten Tag an lernt, weil erst das macht es möglich, dass man ins Arbeitsleben richtig einsteigt und dort dann eben auch Geld verdienen kann. Ja, aktuell, wie gesagt, hauptsächlich positive Stimmen, zumindest von der Bühne bei der Pressekonferenz. Bei einigen Journalisten hat es auch ein Grummeln gegeben, was die stört oder ihnen auf den Fingernägeln brennt, wird man vermutlich dann morgen in der Zeitung lesen.